Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu Movie MHD. Heute mal mit einem Horrorfilm. Ich glaube, es ist den ersten, wir haben den Exorzisten schon geguckt. Und zwar Michael Bay 2004er Texas Chainsaw Massacre von Markus Nispel in der Regie und einem richtig geilen Arsch, der den ganzen Film da rumrennt. Und zwar der von Jessica Biel. Also, damals war der gut. Mal gucken, ob ich immer noch gut finde, den Hintern. Das ist auch der erste Film, den wir haben, wo ich eine Blu-ray habe, weil. Ich habe da so einen, als Filmfan so einen kleinen Tick. Ich packe da immer die Kinokarten rein. Von den Filmen, wenn ich sie gesehen habe. Und ich war am 8.01.2004 um 20:30 Uhr in diesem Film. Und ganze 9 Tage später wurde ich dann auch 18. Schön reingeschlichen. Ja, ich fand ihn damals schon cool. Ich hoffe, der ist immer noch cool. Ich sag's schon voraus, ich bin kein Fan von dem Original von Toby Hopper, Texas Chainsaw Massacre oder Blutgericht in Texas, wie er hier heißt. Von dem bin ich gar kein Fan. Ich finde, der hat sich komplett überlebt. Und als ich ihn das erste Mal damals schon gesehen habe, habe ich gedacht, der hat sich aber komplett überlebt. Er war, weiß nicht, von 74 ist er, war vermutlich mal echt erschreckend, aber heute. Und dann kicken wir doch einfach mal, wie es dem nach 13 Jahren, ob es denen genauso ergeht oder nicht. Und dann kann ich nur noch sagen, los geht's. So, das war Texas Chainsaw Massacre von Markus Mispel 2004er Film. Wir haben wieder einen schönen Zettel, ist recht lang geworden, wieder ziemlich viel aufgeschrieben. Und das erste, was mir aufgefallen ist, schon im Menü sieht man Jessica Biel durch den Wald laufen und das war schön. Das hat mir Vorfreude auf den Film gemacht, dass sie auch im Film gut aussieht und dass der Film wirklich Spaß macht, weil ich mochte den früher wirklich sehr, sehr gern. So, ja, was der erste Punkt, den ich blöd finde. Also, ist ja schön und gut, dass Horrorfilme, wie bei Scream so schön damals erzählt, so Regeln haben, nachdem dann die Charaktere sind und. Aber das Problem, in diesem Film wissen wir nach 5 Minuten, wer stirbt und warum sie sterben, dass er das A-Loch ist, sie ist die Schlampe, der andere ist der Kiffer und noch ein Arschloch und Drogen nehmen sie sowieso, außer die eine. Die Moralapostel, Alte, also Jessica Biel, sind alle die Charaktere, wo man genau weiß, okay, ihr sterbt. Der Fokus liegt sofort drauf und da gibt es viel bessere Filme, die es nicht sofort zeigen, hey, das ist das Final Girl. Weil das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt uns überraschen. Bringt zwischendurch wen um, von dem wir es nicht gedacht haben, dass es jetzt das Final Girl ist. Also ehrlich, Leute. Nein, das war blöd. Genau, und dann nochmal, habe ich auch geschrieben, dieses ganze Plot mit dem Dope, diesen riesigen Menge an Dope gesammelt haben und geschmuggelt haben, die ist wirklich nur, um nochmal zu zeigen, wie gut Jessica Biel auf der einen Seite ist und wie schlecht die Opfer auf der anderen Seite sind. Leute, nein, was soll denn das? Also gebt euch doch mal Mühe, wenn ihr so ein Drehbuch schreibt, ehrlich. Mensch. Genau, die Kettensäge, wenn Leatherface damit durch die Gegend rennt, also die muss mit irgendeinem Diesel von VW betrieben sein, so wie die qualmt, der. Das macht. Das ist ja. Vielleicht irgendwie damals von einer stilistischen Auswahl ganz gut gewesen, aber heute wirkt das irgendwie einfach nur übertrieben und komisch. Nein. Was? Genau! Ja, Leute, wenn ich länger auf meinen Zettel gucke, hat es meistens damit zu tun, dass ich einfach meine Schrift nicht erkenne.
warum wurde Jessica Biel am Leben gelassen? Sie kommt irgendwann im zweiten Akt bei dieser creepy Familie an, wo die etwas gewichtigere Dame sitzt und die andere, die dünn ist, aber noch mehr creepy. Und die betäuben sie und dann wird sie mitgenommen und sie wird am Leben gelassen und auf die Couch gelegt. Und dann entscheiden sie sich, nee, wir bringen dich in den Keller und bringen dich doch um. Was? Was soll denn das? Und sowieso diese ganze Szene im Keller, Leute. Als Jessica Biel in den Keller gebracht werden, sind es noch 2,5 von den Menschen übrig. Ne? 2,5 sind noch übrig. Warum muss sie den Typen erstechen, der da am Fleischerhaken hängt? In den Bauch. Leute. Wie kann man denn jemanden sagen, okay, ich erlöse dich mit dem Messer im Bauch. Und der hatte ja nicht mal viel. Ne? Dem fehlte ein Bein, das war sogar wenigstens schon eingepackt, das war, ne, blieb wenigstens frisch, das Stümmelchen. Und zwei Löcher im Rücken. Aber ansonsten war er ja noch ganz frisch. Habt ihr schon mal Hexorwitch gesehen? Da wird der eine Typ von der Bombe zerfetzt, da hängen hier unten nur noch Schnitzel. Und der will auch wieder runter. Pussy. Echt. Genau, dann, was mich total genervt hat, diese Kellerszene, von der ich eben erzählt habe, wo sie noch zu 2,5 sind und dann trotzdem irgendwie noch Quatsch ist. Die wurde digital aufgehellt. Also ich weiß nicht, da hat scheinbar bei den Dreharbeiten irgendjemand Blödsinn gemacht, weil die ganze Zeit hat man gesehen, dass sie ja mit dem Kontrast rumgearbeitet haben und das hat für mich, gerade in der Stimmung, das hat's total gekillt, weil ein Horrorfilm muss einen guten Kontrast haben. Ein Schwarz muss schwarz sein und ein Weiß muss weiß sein und nicht ein Grau? Das alles einfach nur grau wirkt? Das geht nicht, Leute. Also, es gibt negative Beispiele, wie jetzt Alien vs. Predator 2, wo man nichts sieht, weil alles schwarz ist. Es ist zwar dunkles Schwarz, aber man sieht nichts. Aber digital aufhellen, das bringt's nicht. Das bringt keine Stimmung und das. Da komme ich auch schon, ohne jetzt so weiterzulesen, schon zu einem der größten Probleme des Films. Wir saßen da und haben uns scheiße nochmal gelangweilt. Und wir haben es verdammt gelangweilt. Der Film baut überhaupt keine Spannung auf. Nicht. Keine Spannung. Wir saßen da und sind fast eingepennt. Auch wenn wir sonst immer sagen, kein Handy, kein Schnacken, kein Rauchen. Wir sind zwischendurch erstmal eine rauchen gegangen, haben uns was zu essen gekocht, haben in Ruhe gegessen, sind nochmal eine rauchen gegangen und haben dann uns erst wieder getraut weiterzugucken, weil er so langweilig war. Dieser Film, oh, keine Spannung, er ist einfach nur langweilig. Die Charaktere, niemand, nicht mal die Jessica Biel hat eine Entwicklung, abgesehen davon, dass sie zum Schluss von, oh, ich bin jetzt die progressive Heldin und hau hier ihnen den Arm ab und mache hier alles kurz und klein und bin Rambo höchstpersönlich. Was macht sie? Die steigt in diesen LKW und verwandelt sich sofort in das Opfer, das sich am Anfang die Hirn weggeblasen hat und kriegt kein Wort mehr raus. Puh, Scheiße! Okay. Was? Oh Gott, ich muss ein bisschen runtertonen. Warum? Ah ja, warum sticht sie nicht in den Bauch, war der nächste Punkt. Genau, und womit sie versucht haben, den dritten Akt zu retten, ist, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass sie innerhalb der letzten 20 Minuten ständig nass wird. Also, ich bin ja ein Kerl. Und das finde ich schon ganz gut. Aber Leute, das ist viel zu auffällig, dass man damit einfach nur pubertierende Jungs wie uns beeindrucken will. Deswegen weiß ich auch ganz genau, warum ich ihn mit 17 damals gut fand und mit 18 und 19. Weil sie erst ist sie da in diesem Keller, wo ich mich schon aufgeregt habe. Und da ist alles nass, sie wird nass, klitschenass und fast durchsichtig. Dann rennt sie in diese Fleischfabrik und löst den Sprinkler aus. Wird klitschenass. Dann ist sie wieder halbtrocken, läuft los und draußen fängt es an zu schütten und sie wird sofort wieder nass. Also der Film, der hat mich doch ganz schön geschafft. Ganz schön gelangweilt.
Und ich kann euch wirklich nicht sagen, abgesehen von Jessica Biel, was irgendwie an diesem Film gut ist. Er hat keine Spannung. Der Gore, ja, ich bin jetzt nicht so der Gore-Fanatiker. Ich mag jetzt auch kein Torture-Porn oder so. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Ne, weil, aber der Film ist einfach kacke erzählt. Er ist furchtbar, furchtbar erzählt. Wie konnte ich den Drecksfilm mögen? Und sogar Geld ausgeben für die Premium-Edition. So, ja, ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Der Film ist für uns Gammel. Wenn hier irgendwann mal ein Mäuschen liegt und sagt, wollen wir uns nicht einen Horrorfilm angucken? Und dabei klammere ich mich an dich, dann würde ich sagen, hey, klar. Aber ansonsten lieber eine Wurzelbehandlung, als diesen Drecksfilm nochmal zu gucken. Ehrlich. Gut. Was denkt ihr über diesen Drecksfilm? Gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, abonniert uns sehr gerne und ich hoffe, das nächste Mal gucken wir wieder einen besseren Film, wo ich mich nicht so aufregen muss, weil er so dreckig ist. Und ja, bis bald.